Hallo und herzlich willkommen heute zu einem neuen Road to Windows 10 Video. Heute zeige ich euch die verschiedenen neuen Informationen zu Windows 10 und diese Videos gehen bis zu Windows 10, das ist schon das zweite Video. Das ist jetzt gerade Halbzeit und das nächste Video wird genau vor Windows 10 am 28. kommen, also Juli. Also, was ich euch zunächst mal sagen möchte, ist eher eine kleinere Nachricht für euch. WhatsApp hat jetzt eine neue Anruffunktion und es gibt einen Custom Audio Versand. Das heißt, man kann seine eigene gespeicherte Audio verschicken. Es kommen noch mehr Features wie Lesebestätigung ein und aus noch dazu. Deswegen, wenn ihr das schon haben wollt, könnt ihr das schon mit WhatsApp Beta euch holen. Nun zum nächsten Feature. Ich habe jetzt vor kurzer Zeit gehört, dass Toshiba sich dazu entschieden hat, eine Cortana-Taste auf ihren Toshiba-Laptops zu machen. Das heißt, man kann einfach mit der Cortana-Taste einfach sofort Cortana öffnen, wie bei Siri, wenn man auf den Home-Knopf drückt beim iPhone. Und das wird jetzt bei 7 Modellen, glaube ich, so sein. Bei 7 neuen Modellen. Was ich euch noch auch kurz zeigen möchte, ist das neue HP Pavilion X210. Das ist eins der neuesten HP Pavilions, eins der leistungsstärksten und günstigsten HP Pavilions als Tablet, sozusagen. Mit dem könnt ihr einfach viel, viel mehr erreichen. Es ist besonders gut für Studenten und es wird dann auch, sobald Windows 10 rauskommt, mit Windows 10 geliefert werden. Microsoft hat sich vermutlich, das ist nur ein Gerücht bisher, aber Microsoft hat sich dazu entschieden, Windows 10 so möglichst gut zu verbreiten, wie man es nur kann. Das heißt, sie haben jetzt einen USB-Stick gemacht, also es gäbe einen USB-Stick, womit man dann Windows 10 installieren könnte und das eben für Home und für Professional. Dann hat jetzt Lenovo hat sich jetzt auch in den Markt geschlagen mit dem eigenen Compute Stick. Das heißt, Lenovo hat jetzt auch wie Intel einen Compute Stick. Das ist praktisch so ein kleiner Computer, den steckt ihr euch in den Fernseher rein. Und was der dann macht, ist, dass der dann eigentlich wie ein Computer aussieht. Also ihr habt dann Windows 10 voll da und da habt ihr das Erscheinungsbild. Und die brauchen dann eben noch dazu eine USB-Anzapfung. Aber natürlich sind die nicht so leistungsstark wie die vollen Computer. Aber sie sind schon auf einem guten Weg, die Fernseher jetzt auch intelligenter zu machen. Oder wenn ihr jetzt nur einen Bildschirm kauft, sofort ein All-in-One-PC draus zu machen, indem man schon den Micro-PC eingesteckt hat und dann läuft das Ganze. Wer sich jetzt freuen kann, sind die Leute, die gerne Tune-In hören oder an der Xbox One oder eine Xbox One haben. Das heißt, es gibt jetzt Tune-In für die Xbox One. Es ist eine Radio-Streaming-App und dort gibt es 100.000 Sender zur Verfügung. Ja, wenn ihr euch diese runterladen wollt, dann könnt ihr das mal machen. Nun, was euch sicher interessieren würde, ist, wann interessiert Windows 10 überhaupt eigentlich die Firmen? Also ich glaube, Windows 10 ist natürlich ein sehr, sehr, sehr beliebtes System. Es wird ein sehr, sehr beliebtes System werden. Und ich kann euch mal kurz die Fakten dazu sagen. Also ganze 96% der Befragten haben Interesse an Windows 10. 60% haben bereits erste Evaluierung mit Hilfe Vorschauversionen durchgeführt. 55% wählten die kostenlose Upgrade-Möglichkeit von Windows 7 als interessante Funktion. Und 3/4 der IT-Entscheider gaben an, Windows 10 innerhalb eines Jahres zu Hause zu implementieren. 73% der Unternehmen planen ein Upgrade innerhalb von 2 Jahren durchzuführen. Das heißt, die Firmen sind jetzt auch schon langsam bereit, von
dem alten Betriebssystem Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sofort auf Windows 10 umzusteigen und dann gerade bei den Großen wieder mitzuspielen. Und das Interesse steigt immer wie mehr. Da habe ich für euch kurz jetzt einen Graphen. Es gibt nicht so extrem viele Leute, die sich nicht interessieren. Es gibt nur 4%. Und am meisten Interesse, also extrem interessiert, sind 21%. Sehr interessiert sind 28%. Interessiert sind 23%. Nun, Microsoft hat vor kurzer Zeit die Preise bekannt gegeben für die Windows-Versionen, also verschiedene Windows 10-Versionen. Das heißt Windows 10 Home, Windows 10 Pro und die beiden. Nun, möchte ich euch das mal kurz sagen. Windows 10 Home wird 1.999 Dollar kosten. Windows 10 Pro wird 199 US-Dollar kosten. Und der Upgrade-Preis für, wenn man schon irgendwie Windows XP hat oder sonst was, wenn ihr eine Upgrade-CD kauft, liegt bei 99 Dollar. Aber wenn ihr eben schon Windows 7 habt oder Windows 8.1 oder 8, dann könnt ihr auch sofort auf Windows 10 kostenlos upgraden. Also müsst ihr euch das nicht unbedingt machen. Das geht dann eben so, dass von Pro auf, also wenn ihr jetzt eure momentanige Windows 10 Version, also wenn ihr Home, Pro oder Windows 8 Version, eine Home Pro oder sonst was habt, wird übertragen auf Windows 10. Also wenn ihr Home hattet, dann werdet ihr Home haben. Wenn ihr Pro hattet, dann werdet ihr Pro haben. Microsoft hat einen weiteren Anhänger für sich gewonnen und das ist die Firma Freetel. Die möchte jetzt auch Smartphones mit Windows 10 Mobile ausstatten, damit diese dann auch irgendwie, weiß nicht, weiter vorankommen durch Microsoft und preislich rangieren, also die verschiedenen zwei Geräte, die das dann haben werden. Das eine heißt Cortana 01 und das andere heißt Cortana 02. Sind nicht gerade High-End-Geräte, aber es sind günstige, gute Handys. Das eine, also das Cortana 01 kostet 140 Euro und das Cortana 02 210 Euro in der Zukunft. Also ich weiß jetzt nicht, ob es schon draußen ist. Was ganz klar ist, sobald Microsoft Windows 10 gepublished hat, heißt es, dass Microsoft aufhören wird, sich auch die Ressourcen auf Windows 10 zu konzentrieren und wird jetzt weiter auf die Ressourcen von Windows 10, Windows Phone 10 fortfahren. Und das heißt, die Builds werden immer in größeren Abständen kommen, in kleineren Abständen meine ich, immer kürzeren Abständen kommen. Und ihr werdet sie immer wie früher kriegen. Besonders die Leute natürlich im Fast Ring, beim Insider-Programm für Windows Phone 10. Also, ihr habt dann eine Möglichkeit, die Builds einfach schneller zu bekommen, Fehlerbehebungen schneller zu bekommen. Ja, also das ist eigentlich alles, was ich euch heute kurz mitteilen wollte. Danke fürs Zuschauen, schaut mal bei Warface vorbei, ich hoffe es hat euch gefallen. Gebt ein Like, gebt einen Daumen, oh, das ist das Gleiche, und ein Abo, wenn das gehen würde. Und schaut das vorige Video, das hat auch noch einige Informationen für euch bereit. Und ich sag mal wiederum, tschüssi.